Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Ich bin Norman Weiß und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu einer neuen Ausgabe des Nachmittagstalk. Und ich glaube, das kann man jetzt schon als kleine Tradition bezeichnen. Ich spreche über mein vergangenes, gegenwärtiges und künftiges Buch. Zunächst das vergangene Buch, Ralf Rothmann, Der Gott jenes Sommers. Eine Romanerzählung, die in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs in Schleswig-Holstein spielt und uns mitten hineinführt in das dortige Geschehen. Wir beobachten die Handlungen im Wesentlichen aus der Perspektive eines 12-jährigen Mädchens und seiner Familie, ältere Schwester, Mutter, die auf einem Bauernhof in der Nähe von Kiel leben. Der Vater ist Wirt einer Offiziersmesse in Kiel und kommt gelegentlich herausgefahren. Die Luftangriffe werden stärker, es kommen Flüchtlinge aus den Ostgebieten nach Schleswig-Holstein und das Ende des Hitlerregimes zeichnet sich ab. Und all das spielt in einer Verquickung von NS-Offiziellen, von überengagierten Parteigenossen, Soldaten, normalen Leuten, alten Kindern, Frauen, gelegentlich ein paar Männer, die aufeinandertreffen in Hunger, in Überfluss, in Lust und Angst, mitten hinein ins pralle Leben. Und das wird kontrastiert durch Beschreibungen, die im Stil einer alten Chronik aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges abgefasst sind. Und so ein dünner Silberfaden ist durch das Buch gewirkt, der an Andreas Gryphius erinnert. Es gibt sprachlich schöne Stellen, es gibt gute Schilderungen, die Personencharakterisierung, die Figurenkonstellation, auch das Setting, finde ich alles gut, hat mir gefallen. Ich war trotzdem etwas enttäuscht, denn irgendwie kommt es mir vor wie eine aufgeblasene Kurzgeschichte und wir wohnen einem Lebensabschnitt bei, aber es bleiben einfach zu viele Fragen offen, es wird kein unmittelbares Fazit gezogen. Das hätte ich bei einem Roman dieser Dimension, immerhin 250 Seiten, dann doch erwartet. Das Buch verbleibt inhaltlich dann doch etwas im Ungefähren. Davon war ich etwas enttäuscht. Deswegen habe ich mich dann am Ende für 3,5 Sterne für Der Gott jenes Sommers entschieden. Mein gegenwärtiges Buch ist ein historisches Sachbuch, Peter Gay, das Zeitalter des Dr. Arthur Schnitzler, Innenansichten des 19. Jahrhunderts. Peter Gay hatte zuvor eine mehrbändige Geschichte des viktorianischen Zeitalters unter ganz unterschiedlichen, seinerzeit innovativen oder, wie man auch sagen könnte, randständigen Perspektiven geschrieben. Und dieses Buch ist eine auf eine Person fokussierte Darlegung bestimmter Topoi, die in diesem vierbändigen Gesamtwerk eine Rolle gespielt haben. Kurzer Spoiler, soweit ich das jetzt beurteilen kann, es geht viel um Sexualität, weil Arthur Schnitzler eben auch jemand war, der nichts anbrennen ließ und gleichzeitig stark von Sigmund Freud, dem Zeitgenossen, beeinflusst war. Ich bin jetzt auf Seite 100 und Schnitzler, genialer Autor auf der einen Seite, aber andererseits auch ein etwas seltsamer Zeitgenosse, der also in seinen Tagebüchern seine Orgasmen zählt, und zwar pro Frau. Muss man mögen. Die Darstellung, die Peter Gay wählt, ist allerdings sehr, sehr eingängig. Er schreibt flott, ohne oberflächlich zu sein. Das Buch liest sich gut, also insofern bis jetzt eine angenehme Lektüre. Und nach dem vergangenen und gegenwärtigen Buch nun eine kurze Vorausschau auf das zukünftige Buch, Der Winter,
der Literatur, Februar 33 von Uwe Wittstock. Also die Zeit nach der Machtergreifung, in der sich die elementaren Weichenstellungen für viele Schriftsteller bereits ganz deutlich abzeichneten, sowohl für die Oppositionellen als auch für die Opportunisten, Mitläufer, Unterstützer des Regimes. Es hat Fiktionalisierungstendenzen, aber der Autor macht glaubhaft, so habe ich das der Einleitung entnommen, dass er eben alles auf Fakten, auf Tatsachen, auf echten Entwicklungen beruht, aber gelegentlich zum Stilmittel der Fiktionalisierung greifen muss. Also insofern scheint das nicht so eine Charade zu sein, wie sie Volker Weidermann gelegentlich aufführt, sondern doch etwas substanzreicher zu sein auf dieses Buch, das dann mein nächstes Buch sein wird, freue ich mich schon. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich in der Oper war, besser gesagt bei Richard Wagner, und mir eine zyklische Ringaufführung angesehen habe. Das sind die vier Programmhefte, die ich bislang nur durchgeblättert habe, aber die noch der intensiven Lektüre harren. Wie immer sind das Ausführungen des Regisseurs, Gott sei Dank aber auch des Dirigenten, über die Anlage und den Umgang mit dem Werk. Es sind Textausschnitte von Richard Wagner selbst, natürlich auch solche von Friedrich Nietzsche. Und das ist so ein bisschen auch Literatur über den Ring und über die Themen des Rings dabei. Dann sind auch sinnvolle Bebilderungen beigegeben. Und daraus ergibt sich sozusagen ein bisschen auch die Bildstärke dieses Zyklus. Ich bin ja viele Male in der Vorgängerinszenierung gewesen, dem berühmten Götz-Friedrich-Ring, einer West-Berliner Institution mit dem phänomenalen Zeittunnel als wesentlichem Element, das die gesamte Inszenierung durchzog. Hier ist es ein Flügel und Koffer sowie ein Tuch als die verbindenden Elemente für alle Abende, also den Vorabend und die drei Tage. Diese vier Aufführungen werden von diesen Elementen bestimmt. Der Flügel deshalb, weil es in Wagners Haus einmal eine Aufführung des Siegfried gab, mit die Liszt am Flügel gespielt hat. Wagner sang verschiedene Rollen und eine Sängerin die weiblichen Rollen. Und das galt dem Regisseur als die authentische Herangehensweise. Die Inszenierung ist von Stefan Herheim verantwortet. Sir Donald Runicles stand am Pult der Deutschen Oper. Unter den namhaften Sängern ist insbesondere Nina Stemme zu nennen, die die Brünnhilde gesungen hat und diese strapaziöse Partie gut durchgestanden hat. Ja, also der Flügel, weil diese authentische Aufführung am Flügel einmal gab und andere Uraufführungen gegen Wagners Willen, insbesondere am Bayerischen Hof, durchgeführt wurden, ja dann erst nach Fertigstellung des Festspielhauses in Bayreuth eben selbst das so machen konnte, wie er wollte, aber diese unmittelbare Urdarbietung war eben die mit Liszt am Flügel und kaum Solisten, also das praktisch das Welttheater als Kopfgeburt. Und das symbolisiert dieser Flügel auf der einen Seite. Dann die Koffer, das urälteste, abgegriffenste Theatermotiv für Flucht und Flüchtlinge. Wagner, der ja selber Flüchtling war, auf der Flucht vor Gläubigern, aber auch vor steckbrieflicher Suche, weil er ja mal Revolutionär war, bevor er den Luxus kennen und lieben lernte. Und das greift der Regisseur auf und überbetont es, liest es auf eine, wie ich nicht ganz nachvollziehbar fand, Art und Weise in die Ringerzählung ein. Das hat mich noch nicht so richtig überzeugt. Mal sehen, ob da theoretisch noch mehr nachgeliefert wird.
Umgesetzt war das alles okay, wenn man sich auf die Prämisse einlässt. Aber ich stelle die Prämisse in Frage. Während also das Vorspiel zum Rheingold anhebt, das S-Dur sich langsam entfaltet, dann kommen also diese Menschen auf die Bühne und in einer Pantomime beginnen sie mit dem Spiel, also auch Schiller und der Mensch ist nur bei sich, wo er spielt, kommt dazu und dann fangen die an, sich auszuziehen und während dann Alberich kommt und versucht, die Rheintöchter zu verführen, springen diese Leute in Unterwäsche herum und beginnen ebenfalls eine Orgie zu feiern. Und die kommen dann im Lauf der Handlung immer wieder und beobachten stumm die Szenerie, greifen auch mal mit Gewalt ein, aber meistens oder oft sind sie eben auch in Unterwäsche und mit dem Liebesspiel beschäftigt. Das kann man machen, daraus entsteht auch das eine oder andere interessante Bild. Was es mit dem Ring des Nibelungen zu tun hat, hat sich mir nicht so wirklich erschlossen. Dafür gab es am Ende der Götterdämmerung dann auch eine richtige Buhsalve, die das Regie-Team aber genossen hat, kann man nicht anders sagen. Und das Tuch, das in unterschiedlicher Form verwendet wird, erlaubt wirklich gute Momentaufnahmen, wird gut ausgeleuchtet, gibt super Effekte, das ist ganz toll gemacht, muss man wirklich sagen. Also insgesamt ein positiver Eindruck mit gewissen Eintrübungen. Aber natürlich auch literarisch hochinteressant. Und ich lese jetzt nicht aus dem Klavierauszug der Walküre vor, sondern habe mir das hier etwas praktischer auf den Rieder geholt, denn ich sage ja immer, das ist auch eine gut gemachte Dichtung, die viel transportiert. Natürlich in diesem sprachlichen Gewand, das Wagner wählt, aber das ist gar nicht so unpassend. Und ein Stück davon möchte ich mal vorlesen. Walküre, zweiter Aufzug, Wotan spricht mit Brünnhilde, einer seiner unehelichen Töchter. Dir rat ich, Vater, rüste dich selbst, harten Sturm sollst du bestehen, Fricka naht deine Frau. Auslassung, zornig fährt sie zum Zank. Dann geht Brünnhilde ab und Wotan sieht Fricka auf sich zuschreitend und sagt dann für sich, der alte Sturm, die alte Mühe, doch Stand muss ich hier halten. Fricka verlangsamt nun ihr Tempo und tritt mit Würde, wie es in der Regieanweisung heißt, vor Wotan hin. Wo in Bergen du dich birgst, der Gattin Blick zu entgehen, einsam hier suche ich dich auf, dass Hülfe du mir verhießest. Was Fricka kümmert, künde sie frei. Ich vernahm Hundings Not, um Rache rief er mich an. Der Ehehüterin hörte ihn, verhieß streng zu strafen die Tat des frech frevelnden Paares, das kühn den Gatten gekränkt. Was so Schlimmes schuf das Paar, das liebend einte der Lenz, der Minne Zauber entzückte sie, wer büßt mir der Minne Macht? Wie töricht und taub du dich stellst, als wüsstest fürwahr du nicht, dass um der Ehe heiligen Eid den hart Verletzten ich klage. Unheilig acht ich den Eid, der Unliebende eint, und mir wahrlich mute nicht zu, dass mit Zwang ich halte, was dir nicht haftet. Denn wo kühn Kräfte sich regen, da rate ich offen zum Krieg. Achtest du rühmlich der Ehebruch, so prahle nun weiter und preis es heilig, dass Blutschande entblüht, dem Bund eines Zwillingspaares. Mir schaudert das Herz, es schwindelt mein Sinn. Bräutlich umfing die Schwester den Bruder. Wann ward es erlebt, dass leiblich Geschwister sich liebten? Heut hast du's erlebt. Erfahre so, was von selbst sich fügt, sei zuvor auch noch nie es geschehen. Dass jene sich liebten, leuchtet dir hell, drum höre redlichen Rat. Soll süße Lust deinen Segen dir lohnen, so segne, lachend der Liebe, Siegmunds und Sieglindes Bund. Fricka in höchster Entrüstung ausbrechend. So ist es denn aus mit den ewigen Göttern, seit du die wilden Welsungen zeugtest, heraus sagt ich's, traf ich den Sinn. Nichts gilt dir der Heeren, heilige Sippe, hinwirfst du alles, was einst du geachtet, zerreißest die Bande, die selbst du gebunden, lösest lachend des Himmels Haft, das nach Lust und Laune nur walte, dies frevelnde Zwillingspaar deiner Untreue zuchtloser Frucht.
O, was klag ich um Ehe und Eid, da zuerst du selbst sie versehrt. Die treue Gattin trogest du stets, wo eine Tiefe, wo eine Höhe, dahin lugte lüstern dein Blick. Wie des Wechsels Lust du gewennest und höhnest, kränktest mein Herz. Trauenden Sinn musste ich's ertragen, zogst du zur Schlacht mit den schlimmen Mädchen, die wilder Minne bunt dir gebar. Denn dein Weib noch scheutest du so, dass der Walküren Schar und Brünnhilde selbst, deines Wunsches Braut, in Gehorsam der Herrin du gabst. Doch jetzt, da dir neue Namen gefielen, als Welse wölfisch im Walde du schweiftest, jetzt, da zu niedrigster Schmach du dich neigtest, gemeiner Menschen ein Paar zu erzeugen, jetzt dem Wurfe der Wölfin wirfst du zu Füßen dein Weib. So führe es denn aus, fülle das Maß, die Betrogene lass auch zertreten. Nichts lerntest du, wollte ich dich lehren, was nie du erkennen kannst. Eh nicht ertagte die Tat, stets Gewohntes nur magst du verstehen, doch was noch nie sich traf, danach trachtet mein Sinn. Eines höre: Not tut ein Held, der ledig göttlichen Schutzes sich löse vom Göttergesetz. So nur taugt er zu wirken die Tat, die wie Not sie den Göttern, dem Gott, doch zu wirken verwehrt. Mit tiefem Sinn willst du mich täuschen. Was Heeres sollten Helden je wirken, dass ihren Göttern wäre verwehrt, deren Gunst in ihnen nur wirkt. Und so geht es weiter und am Ende knickt Wotan ein. Was verlangst du? Lass von dem Welsung. Er geh seines Wegs. Doch du schütze ihn nicht, wenn zur Schlacht ihn der Rächer ruft. Ich schütze ihn nicht. Sieh mir ins Auge, sinne nicht Trug. Die Walküre wendt auch von ihm. Die Walküre walte frei. Nicht doch deinen Willen vollbringt sie allein. Verbiete ihr Siegmunds Sieg. Ich kann ihn nicht fällen, er fand mein Schwert. Entzieh dem den Zauber, zerknick es dem Knecht, schutzlos find ihn der Feind. Und so muss er klein beigeben und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Aber Brünnhilde greift dann zu Siegmunds Gunsten ein. Das ruft dann wieder Wotan auf den Plan, der dann Siegmund fällt und schließlich den siegreichen Hunding ebenfalls das Lebenslicht ausbläst. Hochdramatisch und in dieser Eheszene, wie ich finde, auch gut komprimiert, dieses Verhältnis, die unterschiedlichen Intentionen der beiden Akteure, die gegenseitigen Vorwürfe, die sie sich machen, eben auf ihre Vergangenheit, ihre gemeinsame zurückblickend. Das ist wirklich gut gemacht. So viel für heute. Was sind eure Lesepläne für die nächste Zeit? Lasst das gerne in den Kommentaren da. Aber ihr könnt dem Video natürlich auch gerne einen Daumen hoch da lassen. Das ist immer gut. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann bis bald zu einem meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.